Bioplasma. Bioplasma ist eine Bezeichnung für Feinstoffenergie. Es wird manchmal bezeichnet als der fünfte Zustand der Materie. Da gibt es eben das Feste, das Flüssige, das Gasförmige und das Plasma, aus dem die Sonne besteht. Und Bioplasma ist also das Konzept des russischen Wissenschaftlers Grischenko für den fünften Zustand. Und Bioplasma wird dann gleichgesetzt mit Lebenskraft, mit Ot, mit Prana. Bioplasma wird manchmal auch als Ektoplasma bezeichnet und der Begriff des Ektoplasma ist von Charles Richer in die Parapsychologie übernommen worden. Ektoplasma soll dann der Stoff sein, der auch bei einem Medium aus den Körperöffnungen heraustritt. Manche sagen, dass dieses Ektoplasma, auch Teleplasma genannt, Bioplasma genannt, sich manifestieren kann als Heilenergie, dass es sich manifestieren kann, dass es sichtbar wird und dass sich so auch Lichtwesen oder auch Verstorbene sichtbar machen können. Es wird auch gesagt, dass Medien letztlich ihr Prana den Geistwesen zur Verfügung stellen und damit ihr Bioplasma diesen feinstofflichen Geistwesen zur Verfügung stellen, dass diese sich anschließend manifestieren können, auch sichtbar machen können und auch mit Lebenden sprechen können.